Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer für EMS Now hier auf dem EPP-Stand auf der SMT Nürnberg. Ich begrüße heute bei mir Herrn Blömer von ASM. Herr Blömer, guten Tag und vielen Dank, dass Sie heute mit uns reden. Wir sind auf der SMT. Ja. Was bedeutet die SMT für Sie als Plattform, sich darzustellen? Sie sind ja langjähriger Aussteller hier schon. Ja. Also für uns ist die SMT also ein hervorragendes Forum, unsere neuen Maschinen und neuen Innovationen, Maschinen und Software vorzustellen. Und gerade als Frühjahrsmesse hier in Deutschland, im europäischen Raum, hat sich für uns also eigentlich die SMT-Messe voll etabliert. Mhm. Ist eine jährliche Messe und in diesem Jahr gleichzeitig mit Produktronica, die am Ende des Jahres stattfindet. Es gibt so einige Leute, die sagen, SMT in einem Produktronika-Jahr ist oftmals ein bisschen schwieriger. Gerade bei dieser jetzt habe ich das Feedback bekommen und den Eindruck, dass es eigentlich sehr gut ist, beide Messen gleichzeitig laufen zu lassen. Ist das auch etwas, was für Sie wieder gespiegelt wird? Auf jeden Fall. Die Produktronika ist nach wie vor eine mehr internationale Messe. Hier auf der SMT-Messe finden wir dann wirklich unsere Kunden wieder. Haben auch etwas mehr Zeit, über Themen zu reden, aber auch mehr Zeit, wie auf einer Produktronika mit Neukunden zu sprechen, unsere Systeme zu erklären, die Highlights, die Neuigkeiten in den Maschinen wirklich zu zeigen. Mhm. Nun sind Sie als ASM sehr bekannt dafür, dass Sie ständig neue Innovationen auf den Markt bringen. Was kann man hier auf der SMT auf Ihrem Stand erwarten? Ja, wir haben natürlich wieder ein paar Highlights. Wir stellen neue Maschinen vor, wir stellen neue Software-Tools vor. Als Beispiel, wir haben für die SX-Serie neue Funktionalitäten in der Maschine über Software. Wir binden neue Feeder über Feeder-Interfaces an. Und wir haben entsprechende Flexibilitäten zusätzlich in die Maschine eingebaut. Die hauptneue Maschine hier auf der SMT ist die X-Serie, die vollkommen neu ist. Die Maschine zeichnet sich jetzt wirklich durch ein kürzeres Baumaß aus, also eher wieder Leistung pro Fläche. Wir sind in der Lage, jetzt auch bei dieser Maschine komplette Gantries, Portale zu tauschen, also das, was wir schon auf der SX-Maschine machen, und haben auch ein weiteres Thema Flexibilität, Leiterplattenunterstützung für kleine Losgrößen in die Maschine eingebaut. Dann konzentrieren wir uns natürlich nicht nur auf High-End, hohe Flexibilität, sondern auch für den preissensitiven Markt stellen wir die neue DI-Serie vor, als Einportal-, Zweiportal- oder auch Vierportal-Maschine und bieten hier dem Kunden eigentlich das komplette Software-Spektrum, was wir in den anderen Maschinen haben, auch in diesem Marktsegment an. Ja, last but not least, ein Schlagwort für Flexibilität und Fertigungssteuerung ist Software. Und wir bauen dort eben Tools, Lagerlogistiksysteme, LED-Pairing-Systeme und all diese Themen rund um unsere Z-Place Pro-Software, Z-Cluster, Professional-Software aus. Also ein sehr interessantes und kundenspezifisches Angebot, was Sie hier ausstellen. Können Sie ein bisschen was verraten, was wir auf der Produktronika erwarten können von ASM? Also das Innovationsfeuerwerk wird weitergehen. Wir haben nicht unser Pulver hier auf der SMT verschossen. Wir werden also nach unserer neuen Maxime German Engineering, Asian Efficiency weitermachen. Aber es ist noch ein bisschen zu früh, jetzt hier mehr zu verraten. Kommen Sie bitte zur Produktronika. Mhm. Wir würden uns freuen und ich kann Ihnen dort alles zeigen. Da bin ich mal sehr gespannt und bin mir sicher, dass es auch sehr interessante Innovationen sein werden, wie wir es von ASM auch schon gewöhnt sind. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg auf der Messe. Danke, Herr Sauer.